Kartfahren gibt mir relativ viel. Es ist etwas, was ich machen kann, wenn ich nicht im Rollstuhl bin. Und alle, die zuschauen, fällt es nicht einmal auf, dass man im Rollstuhl ist. Und das ist für mich etwas Cooles. Und etwas zu machen, was ich früher auch gemacht habe, was ein bisschen stinkt, was ein bisschen Benzin hat. Ja, theoretisch kann schon etwas passieren, aber es kann eigentlich immer überall etwas passieren. Es kann draußen im Verkehr etwas passieren. Und das Kartfahren ist relativ sicher, also man hat vier Rädchen, nicht nur zwei. Und, also ich denke eigentlich gar nicht gross an Unfall nachher. Das ist 20 Jahre Motorsport mit den Eltern, mit dem Camper jedes Wochenende an die Rennen gehen. Und das ist etwas, das niemand nehmen kann und das dich auch mental in dieser schweren Zeit stark macht. Behandelt wie ein Fußgänger und das schätze ich auch mega sehr. Also, wenn immer Rücksicht genommen wird und so, dann würde ich mich nicht so wohl fühlen, aber sie lassen die wirklich machen und wenn du halt wirklich an eine Baustelle hingehst, wo du merkst, dass es halt ohne zusätzliche Hilfe nicht weitergeht, dann werden sie dir helfen, wenn du fragst. Genau. Aber sie selber sagen eigentlich sogar schon nicht mehr im Rollstuhl. Erst wenn man halt wegfährt, merken sie, dass man im Rollstuhl ist. Ich kann so sagen, nach 19 Jahren Motorsportkarriere ist es sicher schon manchmal schwer, wenn man halt natürlich Leute sieht, die eben das Hobby weiterhin betreiben, wo du das halt nicht so kannst machen. Aber ich kann sagen, dass eben das Motocross hat mir mehr gegeben als das, was es genommen hat. Und von dem her, ich könnte mir es eigentlich ein Leben ohne dürfen nicht vorstellen. Man muss einfach die Händchen anlegen und einfach sagen, jetzt muss es weitergehen und vorausschauen. Und bei mir ist einfach das Glück, dass ich halt keine Vorfälle hatte in der Reha, dass alles super gelaufen ist und dass ich jetzt auch wieder eine neue Stelle habe und dass eigentlich alles wie im Märchenbuch läuft. Genau. Das Rollstuhl, klar, es ist jetzt mein Leben, ich nehme es so, wie es ist. Aber man darf ja nie die Hoffnung aufgeben, dass es mal anders wird sein. Und zum Beispiel das beste Beispiel, in meinen Träumen laufe ich immer noch. Also ich habe noch nie einen Traum gehabt, wenn ich im Rollstuhl war. Also die Hoffnung ist noch da.